Ja, hallo zusammen. Heute ein wirklich saumäßig wichtiges Thema. Es geht um die Verhinderung von Ertrinkungsunfällen bei Kindern. Wer mich aus der Praxis kennt, der weiß, dass ich ja bei ganz vielen Themen mit Kindern sehr entspannt bin und den Eltern sage, bleiben Sie ruhig, können Sie so machen oder auch anders machen. Aber beim Thema heute gibt es wirklich 0,0 Verhandlungsspielraum. Ein Kind, das nicht richtig sicher und gut schwimmen kann und nicht mindestens im fortgeschrittenen Grundschulalter ist, darf keine Sekunde in der Nähe von Wasser alleine gelassen werden. Auch nicht, wenn es Schwimmflügel anhat, weil die helfen im Notfall überhaupt nichts. Und mit Wasser meine ich jetzt nicht nur so einen schönen Pool wie hier, sondern Wasser kann eine Regentonne sein, das kann ein Planschbecken mit ganz wenig Wasser sein, das kann ein kleiner Bach sein. Alles das kann für Kinder zur tödlichen Falle werden. Und klar ist, unsere Kinder haben einen großen Bewegungsdrang, die wollen die Welt erforschen. Deswegen müssen wir die auch lassen, wir müssen die klettern lassen und Fahrrad fahren lassen. Zum Glück haben die da oft auch einen richtig guten Schutzengel. Die bonzen halt mit dem Laufrad mal irgendwo dagegen oder fahren mit dem Bobbycar mal 2 Stufen runter, aber da passiert im Normalfall nicht viel. Beim Thema Wasser versagt der kindliche Schutzengel leider meistens komplett. Deswegen, wenn Sie mit Ihrem Kind im Garten sind und das Planschbecken aufgebaut ist, lassen Sie Ihr Kind nicht alleine in der Nähe von Wasser. Wenn der DHL-Mann klingelt oder Sie auf die Toilette müssen, nehmen Sie das Kind mit ins Haus, auch wenn es das Kind nicht toll findet, oder lassen Sie den DHL-Mann sein. Bitte, bitte teilen Sie dieses Video, nehmen Sie das, was ich sage, hier ernst, weil dann können wir alle zusammen jetzt den Sommer genießen. Gehen Sie raus mit Ihren Kindern, bringen Sie Ihren Kindern so früh wie möglich Schwimmen bei und dann ist Wasser auch für alle eine große Freude. Bis nächste Woche.